Ist Psykeeper immer noch die unbeliebteste Klasse im Game oder hat sich daran was geändert? Außerdem, wie haben sich die Rankings verändert und was geht auf dem FEC-Server eigentlich so ab? Am besten fangen wir gleich mit der letzten Frage an. Also die Charakter auf dem FEC-Server sind ja schon lange im 140er-Bereich, also mindestens 1000 Charakter im 140er-Bereich und Eintrittslevel in die Top 1000, wie gesagt, war schon ewig sehr hoch, logischerweise, obwohl der Server nur kurze Zeit existiert hat, aufgrund der doppelten XP. Was mich persönlich interessieren würde, und das habe ich jetzt tatsächlich nicht ausgewertet, deswegen war das auch so als Frage formuliert im Intro gerade. Was geht auf dem Server ab in Terms of Master, würde mich persönlich noch so interessieren, weil das ist natürlich etwas, was es auf den anderen Servern quasi so, glaube ich, wenig gibt, dass du hier durchscrollst und so viele goldene Ems siehst, ja. Und hier ist halt das Problem, ich verstehe nicht ganz das Ranking. Also, sie haben ja die Ems hier quasi von dem Master-Abzeichen hinzugefügt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es funktioniert, weil, wenn ich jetzt auf Seite 20 gehe, dann haben wir hier auch goldene Ems und orange und silberne und Leute, die gar keine haben. Und was bedeutet das letztendlich? Also bedeutet das einfach, die sind zwar 140 mit M, aber sie sind vielleicht 140 mit 0,01% und deswegen sind sie ganz unten. Also ich finde diese Rangliste oder beziehungsweise dieses Hinzufügen dieses Ems in das Ranking finde ich persönlich ein bisschen irreführend oder halt ein bisschen einfach schlecht, weil man sieht, hier gibt es tonnenweise goldene Ems. Also ich bin mir ziemlich sicher, es könnten bis zu 500 sein. Ja, es würde mich nicht überraschen, wenn es 500 wären oder 4 bis 500. Man sieht, es sind wirklich echt viele. Auf jeder Seite im Endeffekt mindestens ein paar. Und das wäre wirklich interessant, das noch mit reinzubeziehen in eben diese insgesamt Rangliste, ja, und kann man aber nicht, ja, man kann damit danach auch nicht filtern oder irgendwie so, sondern das ist einfach halt eine zusätzliche Info, die man halt aber so, mit der man irgendwie nicht viel anfassen kann. Und vor allem auf Seite 6 sind plötzlich gar keine Master, also wie gesagt, das ist ja halt dieses, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es funktioniert, also soweit ich weiß, ist es so, dass die Rangliste grundsätzlich danach geht, Level und dann XP. Also 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Und ja, was kommt dann? Anscheinend nicht das Master-Symbol, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass diese ganzen Spieler hier hinten alle nicht 99, 99 haben. Wie gesagt, wir haben schon eine Rangliste, die schon lange die 1000 Charakter hat. Also 1000 Charakter auf 140. Und ich meine, I don't know. Ich meine, wenn du halbwegs aktiv spielst, hast du normalerweise 99, 99. Die meiste Zeit, oder selbst wenn du nicht 99, 99 hast, dann hast du jetzt 97 irgendwas. Aber trotzdem finde ich dieses Ranking einfach ein bisschen zu random, was das angeht. Also da wäre schon cool, wenn sie da erstens mehr Insights droppen würden, wie genau das Ranking überhaupt funktioniert, weil ich glaube, das gibt es überhaupt nicht, diese Informationen. Also ist alles nur Spekulation im Endeffekt und Beobachtung halt. Und andererseits halt einfach, auch detailliertere Rankings und endlich mehr als 1000 Spieler, weil 1000 ist mittlerweile einfach wirklich viel zu wenig. Und dann sind wir auch schon wieder in meinem Ranking in meiner Excel-Tabelle mit dem 18. September 2023. Ich habe mir wieder die Mühe gemacht, hier auf jedem Server die Daten auszulesen von der Rangliste. Und wir sind mittlerweile, das ist auf jeden Fall ein neuer Meilenstein, wir haben mittlerweile einen zweiten Server, der die 1140er geknackt hat. Und es ist nicht FEC. FEC ist im Ranking nicht dabei, weil er halt eigentlich schon hätte enden sollen. Das ist noch so ein Ding, was ich vielleicht kurz erwähnen sollte. Letztes Mal habe ich im Video erwähnt, nächstes Mal haben wir dieses spannende Thema FEC löst sich auf, beziehungsweise FEC transferiert auf die anderen Server. Und das heißt, wir haben plötzlich tonnenweise 140er auf jedem Server aus dem Nichts. Ja, das heißt, es könnte sich auch viel anhand der Klassenverteilung ändern, theoretisch, wenn plötzlich so viele Charakter ins Ranking gestürmt kommen, die vorher gar nicht da waren. Auch mit anderen Klassen halt, mit einer anderen Klassenverteilung und so. Aber das ist jetzt halt leider nicht passiert, weil der FEC-Server wurde bis zum 12. Oktober verlängert und das heißt, wir können es leider immer noch erst nächsten Monat sehen, was jetzt tatsächlich die Auswirkungen des FEC-Servers sind. Also ein bisschen ärgerlich, weil ich hatte eigentlich schon gedacht, dass es jetzt dann endlich soweit ist. Also nur für das Video halt. Aber naja, müssen wir halt noch einen Monat warten, bis wir diese Info kriegen. Was ich aber wirklich immer interessanter finde, ist, wie die Tatsache einfach sich verhält, dass Klafan Mia immer langsam überholt hat. Keine Ahnung, woran das persönlich liegt. Mia ist auch im Vergleich einfach ein ultraschwacher Server, wenn man es mit LaWolf und Klafan vergleicht. Also auch keine Ahnung, woran das genau liegt. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt mit Klafan den zweiten Server, der die Top 1000 komplett mit 140ern füllen kann. Wahrscheinlich auch deutlich mehr als nur die 1000.
Und dadurch stellt sich wieder das Grundproblem der Rangliste. Top 1000 ist schön und gut, aber wenn halt 1000 Leute auf dem gleichen Level sind und man sonst irgendwie keine richtigen anderen Indikatoren hat, für was jetzt eigentlich das Ranking wirklich ausmacht, dann ist diese Rangliste halt irgendwie nicht so wirklich aussagekräftig, weil man kann nicht mal mehr nachschauen, okay, welches Level müsste ich jetzt sein, um zu den Top 1000 besten Spielern zu gehören? Gut, ja, 140, aber interessant wäre dann trotzdem, aber wie viele Leute auf 140 gibt es denn? Das ist sowieso schon verfälscht durch das ganze Master-System, davon mal abgesehen, aber das macht es halt natürlich auch nicht besser, dass du sowieso nur 1000 Leute drin hast. Also alles in allem einfach ein bisschen irgendwie schwierig. Egal, stürzen wir uns auf die Fakten. Also, eine interessante Beobachtung, die ich auch gemacht habe über die letzte Zeit ist, Mushpoi leidet wohl mit am stärksten unter dem FEC-Servern. Warum? FEC-Server, nicht Servern. Weil Mushpoi, Totemia und Burodeng, das ist hier dieser mittlere Brocken, dieser mittlere Block, das sind die westlichen drei im Endeffekt. Es gibt mehr westliche Server, aber die sind irrelevant, nein, Spaß, aber das sind die großen drei westlichen Server. Und Mushpoi hat eigentlich immer gut mitgehalten mit Burodeng und Totemia. Also wie gesagt, die drei waren eigentlich größtenteils gleich auf. Einer war mal hier vorne, einer war mal da vorne. Aber im Endeffekt, alles in allem, kann man sagen, okay, wenn jetzt einer, der zum Beispiel 8 Chars levelt, jetzt 140 macht auf einen Schlag und jemand anders oder noch 5 andere Leute auch noch zeitgleich, dann kann sich das alles ändern sozusagen. Ja, dann kann der eine die Nase vorn haben, der andere. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, mittlerweile absolut überhaupt nicht mehr. Also Mushpoi ist mittlerweile über 80, 140er hinter Burodeng, wohingegen Burodeng und Totemia gerade mal 20 auseinander sind, was wie gesagt echt nicht viel ist. Gut, Eintrittslevel in die Top 1000 ist sehr ähnlich, 130, 131, 132, aber ist schon heftig, wenn man bedenkt, das ist der nordamerikanische Server. Ich meine, Nordamerika hat wie viele Einwohner? 400 Millionen oder so? Keine Ahnung, ich glaube, Kanada hat nicht so viele tatsächlich, aber auf jeden Fall weit über 300 Millionen. Und wenn man das bedenkt, ist das schon echt schlecht, weil ich meine, Europa hat zwar so gesehen mehr Einwohner, aber wir haben ja auch viel mehr Server. Wir haben einen europäischen Server, wir haben einen deutschen Server, wir haben einen französischen Server. Also wir haben da auch deutlich mehr Verteilung. Wohingegen der nordamerikanische Server eigentlich, naja, es ist ein nordamerikanischer Server und da spielen wahrscheinlich alle, die in Nordamerika wohnen. Und von dem her ist das schon irgendwie erschreckend, dass sie dann nicht mal mit uns Deutschen mithalten können, geschweige denn mit den Europäern. Also schon pretty crazy auf jeden Fall und sie fallen immer weiter zurück. Also letzten Monat hat man das auch schon so ein bisschen gesehen, noch nicht ganz so stark. Da waren sie noch 60 hinter Burodeng. Also man sieht, der Abstand ist größer geworden von 60 auf 80 oder von knapp 60 auf 80. Also ja, das ist nicht gut auf jeden Fall für Mushpoi die Entwicklung. Kann aber natürlich sein, dass sich das durch den FEC-Server alles ändert. Man muss ja bedenken, keiner weiß, wie viele Leute von welchem Server jetzt eigentlich auf dem FEC-Server spielen. Es kann sein, dass es Server gibt, wie vielleicht Klafan oder LaWolf oder Mia, wo recht wenige Leute auf dem FEC-Server spielen, die meisten geblieben sind, auf dem OG-Servern sozusagen. Und es kann aber auch sein, dass es halt Server gibt, wo wirklich alle auf den FEC gewechselt sind, also alle in Anführungszeichen, aber ein deutlich größerer Anteil, sage ich mal, der aktiven Player-Base. Und wenn die dann alle auf einmal zurückkommen, ich meine, dann kann sich das natürlich wieder ändern. Aber je weiter sie zurückfallen, desto schlechter sieht es natürlich grundsätzlich aus. Ich bin auch überrascht, dass es bei Burodeng so gut aussieht, weil man hört von Burodeng eigentlich wenig Positives, was jetzt so Aktivität und Spielerzahlen angeht. Von dem her ist es echt erstaunlich, dass selbst Burodeng sich hier noch so wacker schlägt. Genau, aber ja. Wird auf jeden Fall interessant. Nächsten Monat seid gespannt auf das nächste Ranking, wenn dann hoffentlich wirklich der FEC-Server transferiert wird. Hoffentlich zeitgleich auch noch die Top 1000 auf eine Top 2000 erweitert wird. Und wir uns dann angucken können, was sich klassentechnisch ändert. Bei den unteren Servern, ja, was soll ich sagen, die sind ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Bei denen bewegt sich kaum was. Flareen hat, Genesee, hat gerade mal 440er dazu bekommen. Eintrittslevel in die Top 1000 ist bei allen gleich geblieben, bis auf dem japanischen Taiwan-Server. Die sind minimal gestiegen. Der einzige halbwegs interessante Server ist hier der Taiwan-Server. Die haben 69 neue 140er, also die holen immer noch ganz gut auf. Aber, ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also der untere Brocken interessiert mich persönlich wahrscheinlich nicht so sehr, euch wahrscheinlich auch nicht so sehr, weil es einfach so die Server sind, über die auch sehr wenig geredet wird, tatsächlich. Und ja, dann kommen wir noch zu guter Letzt zur Klassenverteilung. Also unbeliebteste Klasse weiterhin Psykeeper, der bestimmt schon die ganze Zeit beäugelt, ist sogar um 10 gesunken. Tatsächlich sind alle Klassen gesunken, außer Ranger ist gleich geblieben und Billposter und Ringmaster waren die einzigen, die Anstieg hatten. Alle anderen sind, auch wenn nur minimal größtenteils, etwas gesunken. Keine Ahnung warum, aber
ist so. Der am meisten unbalanced Server ist weiterhin Bodeng, aber ich würde tatsächlich mittlerweile sagen, abgesehen von den Knights, ja, wenn wir wirklich mal die Knights ausblenden, sieht Bodeng eigentlich richtig, richtig gut aus. Wir haben 285 Ringmaster, das sind die wenigsten Ringmaster in den Top 1000 auf der ganzen Welt. Das ist gut, weil zu viele Ringmaster heißt tonnenweise Doppelaccounts und weil die wenigsten spielen aktiven Ringmaster. Die meisten Ringmaster sind obviously Doppelaccounts, Buff-RMs und so. Das heißt, je geringer diese Zahl, desto aussagekräftiger ist sie, wie aktiv der Server eigentlich tatsächlich ist. Das heißt, da möchte man eher relativ wenig stehen haben. Und außerdem haben wir bei den Klassen, die generell extrem unbeliebt sind, wie zum Beispiel Psykeeper, haben wir 70. Das sind zwar nicht die meisten, aber wir haben trotzdem 70. Andere Server haben hier nur 40 oder knapp über 50. Elementoren haben wir 61. Ist auch deutlich mehr, als die meisten haben. Ja, 81 auf dem japanischen Server. Aber das ist auch schon so ein Extremwert. Also alle anderen haben irgendwas mit 50 oder 60. Die haben wir auch 80. Genau, Blades. Gut, da kann man sagen, haben wir wieder ein kleines bisschen zu viel. Das sind wir deutlich über den anderen Servern. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ranger sind wir tatsächlich ein bisschen behind gefallen. Da sind wir fast die... Ne, wir sind nicht fast die zweitschlechtesten. Wir sind die zweitschlechtesten tatsächlich. Aber es sind immer noch 131 Stück. Also nicht so, dass man sagen kann, okay, das spielt jetzt niemand mehr Ranger. Ja? Und dafür haben wir bei anderen Klassen, wie gesagt, hier tolle Werte eigentlich. Also es ist eigentlich wirklich nur die Knights. Also wir müssten quasi nochmal 20 Ringmaster in Knights umwandeln. Und dann hätten wir zwar wahrscheinlich immer noch sehr viele Extremwerte und was ja grundsätzlich eher nicht so gut ist von der Verteilung her. Aber wenn man bedenkt, dass das mit den Ringmastern einfach naturgegeben ist, dass das so viele sind. Das heißt, du wirst niemals einen Server haben, vermutlich niemals, wo du halt wirklich nur diese 100 aktiven Ringmaster in der Top 1000 hast oder in dem Top Ranking und die anderen Doppel-Twings und so werden alle nicht gezählt oder sind alle nicht dabei. Das wird halt nicht passieren. Das heißt, diese Abweichung hast du immer. Und wie gesagt, wenn man dann jetzt zum Beispiel Ringmaster und Knight ausblenden würde, beziehungsweise wenn der Knight sich mal bessern würde, man nur den Ringmaster ausblenden würde, dann sähe das schon sehr gut aus. Ja. Klar, die Mages werden weniger gespielt, aber ich meine, das ist halt auch kein neues Phänomen, dass die Mages so unbeliebt sind. Das war früher schon so und das ändert sich halt auch irgendwie auch nie. Und ja, aber wie gesagt, sieht eigentlich echt gut aus für Bodeng. Deutlich besser als bei anderen Servern. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ihr seht da die Werte, sticht vielleicht irgendwas heraus noch. Ja, die 200 Ranger auf La Wolf, wobei die anderen Server tatsächlich mittlerweile nachgezogen haben. Selbst Mushboy hat mittlerweile 202. Und vielleicht die 107 Knights auf Klarfahren. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ihr müsst euch mal reinziehen. Die haben 44 mehr Knights nur in den Top 1000. Also keine Ahnung, was die mit den Knights farmen oder machen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben sie unfassbar viele Knights. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Aber ja, wir haben auf jeden Fall weniger auf Bodeng. Also falls ihr euch einen Knight macht auf FEC, dann joint auf jeden Fall Bodeng. Genau. Dann sage ich Adios, danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, hoffentlich dann im nächsten Video endlich der FEC-Transfer und wir können uns endlich angucken, was der FEC-Server vielleicht so anders gemacht hat, ja, wo hier. Vielleicht werde ich einen Tag, bevor der FEC-Server endet, die Top 1000 des FEC-Servers erfassen, was natürlich wenig Sinn macht, weil auf dem FEC-Server gibt es weit mehr als 1140er-Charakter, aber einfach nur, damit man zumindest irgendeinen Anhaltspunkt hat vielleicht. Mal schauen, wenn ich dran denke, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall wird sich da einiges ändern. Also wenn sich da nichts ändert, wird das alles ungefähr im Pi mal Daumen gleich bleiben, sich hier unten die Zahlen alle nur minimal verändern. Ehrlich gesagt, dann bin ich ganz schön enttäuscht, weil auf dem FEC-Server hatte man jetzt ja wirklich die Chance, auch mal aus der Komfortzone rauszugehen und mal was ganz anderes zu spielen, was man noch nie gespielt hat und so. Und ich glaube, viele Leute haben das auch tatsächlich gemacht. Und ja, von dem her müsste man hier trotzdem mal eine Abweichung erkennen von dem üblichen Schemata. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit Live Universe, haut rein und ciao, ciao. Schaut im Stream vorbei, Link in der Videobeschreibung.